Ja, grüß Gott, servus und hallo, liebe Glamper-Freunde und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Und ich habe eine wunderschöne Lieferung bekommen von AliExpress. Was es wird, verrate ich jetzt noch nicht, sonst wäre ja die Spannung weg. Aber typisch AliExpress bringt natürlich alle schönen Beutelchen. Ich kann nur eins sagen, es ist ein Mock. Ich war auch so frech und habe vorab schon mal geguckt, ob alles da ist. So, aber ich würde sagen, wir packen das ganze Teil ein gutes Stück mal aus. Und schauen wir mal, was drin ist, ne? So viel kann ich euch schon mal sagen. Es ist ein Technik-Mock. So, nehme ich mal am besten auf. So. Wir haben diese Reifen. Ne? 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ein neuer Brick. Also, ihr wisst, was ich meine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tütchen. Das ist unsere Anleitung. Werde ich mir nachher runterladen. Und wir haben natürlich unsere Motoren. Bin mal gespannt, was es ist. Ein XL-Motor, ein Servo, die Fernbedienung, dann habe ich hier die Batteriebox und ein IR-Receiver. Ja, aber bevor ich das mache, werde ich erstmal die Motoren testen, weil bei dem letzten Modell, ich weiß nicht, ob das hier nicht so bei dem A-Team bin, hat das ja nicht funktioniert. Deswegen werde ich das alles jetzt mal auspacken und testen. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder zurück und ich habe die Motoren angeschlossen. Mach's mal an. Wenn wir die Batterien sind auch drin. Und jetzt wollen wir mal schauen. Funktioniert. Und der funktioniert. Funktioniert wunderbar, einwandfrei, kann mich nicht beklagen. Dann wollen wir hoffen, dass sie nachher auch noch funktioniert, wenn sie eingebaut sind. Ja, ich habe auch schon alles immer auf meine Tellerchen verteilt und ich lade mir jetzt einfach die Anleitung runter und dann kann es sofort losgehen. In diesem Sinne, bis gleich. So, nach gut einer halben Stunde sind wir ein bisschen weitergekommen. Wir haben zum Beispiel die ersten zwei Zahnräder. Moment, ich mache ein bisschen heller. Hier seht ihr gar nichts hier. Wieso ich auch immer das Licht vergesse? Ich habe keine Ahnung. So, aber jetzt. Und die ersten zwei Zahnräder, den XL-Motor haben wir verbaut, dann haben wir die erste Liftarm, der hier so ein bisschen nach oben. Hier unten haben wir einen 5er Liftarm drin, hier eine 7er, das ist glaube ich auch eine 7er, 3, 4, 6, ja. Sehr viele blaue Pins, zwei Kardanwellen habe ich hier. Sind hier verbaut oder ne, Gelenkarmwellen, wie auch immer. Welche sind die? Ich glaube, das sind Kardanwellen, ne? Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und ich melde mich dann zum nächsten Baustep. So, nach einer weiteren Bauzeit, ein bisschen, sind wir schon ein Stückchen weitergekommen. Wir haben jetzt hier ein Stückchen gebaut und dann habe ich hier so ein Teil. Das kenne ich ehrlich gesagt eigentlich überhaupt noch nicht. Ich kann das ja mal ganz kurz abmachen. Wenn das jemand schon mal gesehen hat, der kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, was das sein soll. Wirklich nicht. Kenne ich nicht. Habe ich bis jetzt noch nicht verbaut. Da sind auch einige andere Teile dabei, die ich noch gar nicht kenne. Werde ich später auch noch mal zeigen.
Wenn es jemand weiß, schreibt mir einfach in die Kommentare. Also, ich baue noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich. Nach gut einer halben Stunde sind wir wieder ein Stückchen weitergekommen und ich kann es einfach nicht glauben. Dieses Teil hat eine Federung. Cool. Bin richtig begeistert. Ja, er wird auch relativ groß, weil das ist jetzt schon Teil vom Chassis. Also wie gesagt, der Antrieb. Ich gehe mal davon aus, dass hier vorne dann auch gleich dann noch später noch die Lenkung drauf kommt. Ja, ich kann Ihnen schon mal so viel verraten. Es wird auf jeden Fall einen Truck geben. Also jetzt keinen richtigen LKW-Truck, so man kennt, sondern so ein richtig, also so ein Toyota-Truck. Ja, das wird es auf jeden Fall werden. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann gleich wieder. So, Freunde, da bin ich auch wieder. Nach einer gewissen halben, dreiviertel Stunde haben wir jetzt den Antrieb gebaut. Zumindest glaube ich, das ist es. Und den setzen wir jetzt ganz einfach jetzt hier dran. Ich hoffe, dass es funktioniert. Werden wir gleich feststellen. Laut Anleitung muss das. So oder so. So ist es, glaube ich, auch korrekt, jawohl. Ich überprüfe alles nochmal. So sieht es eigentlich so weit ganz gut aus. So, ich baue auf jeden Fall mal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Nach einer guten Dreiviertelstunde habe ich jetzt auch mal die Lenkung gebaut. Mit dem Servomotor drin. Den bauen wir dann auch gleich hier wieder ein. Das machen wir wieder. Das baue ich dann wieder direkt hier vor der Kamera. Ich hoffe, es war schwierig. Es war ein bisschen das Problem, gerade hier bei dieser Lenkung hier vorne. Also, das war relativ locker. Jetzt hält es zumindest mal. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, ne? So. Also. Machen Sie mal irgendwie alles. Das. Der Drehstange hier. Ich bin gespannt, wie das dann später wird, wie das alles zusammenpasst, wie das fährt. So müsste es eigentlich richtig sein. Ja, alles miteinander verbunden. Federung eingebaut. Lenkung ist fertig. So, jetzt haben wir ungefähr auch dieselbe Größe. So sieht das Ganze ungefähr aus. Ich baue mal ein bisschen weiter. Heute werde ich nicht, also ich werde wahrscheinlich zwei Teile draus machen. Ich mache jetzt noch einen Baustritt und dann mache ich erstmal Pause und dann den zweiten Teil gibt es dann eine Woche später. Also, bis gleich. So, nach einer guten halben, dreiviertel Stunde sind wir wieder ein bisschen weitergekommen und in der Zwischenzeit jetzt die Feder hier dran gebaut.
und ein Teil vom Chassis. Man baut immer erst den unteren Teil bei dem Modell und dann setzt man das um. So, das war ab heute auf jeden Fall das letzte Mal, wenn ich mich melde. Wie gesagt, es gibt dann noch einen zweiten Teil, das war jetzt der erste Teil. Es gibt jetzt einen zweiten Teil noch, der folgt dann eine Woche später. Ich würde sagen, wir setzen zusammen jetzt das aufeinander. Gucken, ob das geht. Klappt. Ja, ich würde sagen, wir machen heute für heute Schluss und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Hallo Freunde, da bin ich auch schon wieder. Nach gut fast einer Woche habe ich wieder ein bisschen weitergebaut. Und zwar haben wir hier vorne jetzt die, wie nennt sich das, die Reifen. Ne, sag's. Naja, wisst was ich meine. Reifenabdeckung halt auf beiden Seiten. War ein bisschen kompliziert zu bauen. Das heißt kompliziert nicht. Aber ein bisschen anders, so wie ich es halt kenne. Ist aber im Großen und Ganzen noch stabil. Okay, es gibt ein paar Sachen, die gehen relativ schwer und es gibt wieder ein paar Sachen, die gehen wieder relativ leicht. Und es sind wahrscheinlich wieder verschiedene Hersteller beteiligt. Naja. Nichtsdestotrotz, ich habe ja gesagt, ich will wahrscheinlich zwei Teile machen. Jetzt mal habe ich mich entschlossen, doch nur einen Teil zu machen. Das heißt, ich baue weiter und mache das Modell fertig. Und das Review gibt es dann halt eine Woche später. Also in diesem Sinne, bis gleich. So, nach gut einer halben Stunde sind wir weitergekommen. Wir haben diesmal die Lenkung gebaut, also sprich den Innenraum, also sagen wir die Armatur. Und die setzen wir jetzt gleich hier dran. Das machen wir mal schnell. Das wird dann im Prinzip eigentlich hier nur so reingeschoben. Schon ist es dran. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Leider lässt sich das hier nicht lenken. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn das so gewesen wäre. Ist aber leider nicht so. Wie ich die Kabel legen soll, weiß ich auch noch nicht. Wo die Batterie wahrscheinlich kommt, ist dann hier hinten dran. Werde ich sehen. Naja, ich baue mal weiter. Und dann sehen wir im nächsten Take. Ha! Und 20 Minuten später haben wir auch schon die zwei Sitze gebaut. Bestehend aus hier einer, wie nennt sich die, L-Lift-Arm. Und eine längere Kreuzstange. Das ist ein 4x2er L-Lift-Arm. Das haben wir 1, 2, 3, 4 Mal gebaut. Ja. Dann haben wir hier den 5er-Lift-Arm, 3er-Lift-Arme. Und zweier. Und hier haben wir auch überall Vierer drin. Und eine längere Kreuzstange. Allerdings geht die hier nicht ganz. Eine war ziemlich schwierig. Da musste ich drücken wie ein kaputter. Aber auch schon dicke Schwäne hinten. Naja, ich baue auf jeden Fall mal weiter. Also mal ganz ehrlich, gell? Das ist schon eine sehr interessante Bautechnik. Also, der Mocker sieht gerade hier. Moment, das ist ja eigentlich nur das hier so abmache. Das ist ja hier nur so eigentlich los und wird dann hier eigentlich noch miteinander verbunden. Also bin ich mal gespannt. So, laut Bautechnik, laut Dings muss ich das hier so, kriege ich das hier so ein. Als lauter PDF-Anleitung. Ich wollte dann quasi. Von unten. Klack. Interessant. Auch die kleinen Details hier, der Innenspiegel. Wie ihr das seht.
Höchst interessant. Ich bin mal gespannt. Ich baue auf jeden Fall mal weiter. Nach weiteren guten 30 Minuten, sagen wir mal eher 20 Minuten, haben wir einen Teil von der Front eingebaut mit den Lichtern. Bei dem Modell ist jetzt kein Licht dabei, ist aber kein Problem. Ist quasi so vorbereitet, dass man hier hinten Licht dran machen kann. Finde ich cool. Das mache ich vielleicht auch noch, wenn ich die einzelnen Komponenten dazu habe, weil wäre doch schon schön. Ja. Oder was sagt ihr dazu? Würdet ihr doch bestimmt auch machen, so wie ich euch kenne. Hey. Also, bis gleich. Freunde, die Türen sind dran. Und das Besondere an dieser Tür ist, man macht sie so auf, dann ist sie auf, man kann sie jetzt zuschließen und das ist gesperrt. Ist doch cool, oder? Finde ich cool. Also, der Mocker hat sich hier immer natürlich über schön was einfallen lassen. Batterie haben wir auch schon, die ist momentan hier nur eingelegt. Warum auch immer, da werde ich mir wahrscheinlich irgendwas einfallen lassen müssen, dass das hebt. Vielleicht mache ich hinten noch so eine Art Zwischenblatt da rein, dass das dran klicken tut. Dann muss ich aber erstmal gucken. Also, wir sehen uns im nächsten Tape. So Freunde, wieder ein kleines Stückchen weitergekommen. Wir haben mittlerweile die Motorhaube drauf gebaut. Ganz einfach, ein paar Liftarme, zwei Liftarme, 9er Liftarme, dann hier so ein komischer Flügel und dass es hier bis nach unten geht. Ganz einfach. Und natürlich haben wir auch vorne ein bisschen die Front noch gebaut. Hier das Stückle mit ein paar Lämpchen drin. Gut, man sieht natürlich auch hier ein bisschen die blauen Pins, aber naja, gut. Es ist halt so, wäre natürlich schön, wenn es drei schwarze Pins geben würde. Aber na, so nach und nach sieht man, dass es ein G-Bird, ne? Aber naja, bin mal gespannt. Ich baue auf jeden Fall mal weiter und sehen uns gleich wieder. So Freunde, nach einer guten halben, dreiviertel Stunde haben wir jetzt den hinteren Aufbau gemacht. Das wird alles im Ganzen gebaut. Der Klappe lässt sich offen zu machen. Lichter eingebaut. Sehr interessante Bautechnik. Haben wir hier verschiedene Arten von Paneelen. Eine große, kleinere Liftarme. Dann weiß gar nicht, wie man das heißt. Und unheimlich viele Pins verbaut. Naja, ich denke mal, viel habe ich nicht mehr. Einmal, zwei, dann haben wir ein paar Pins. Ich denke mal, wir werden uns jetzt so langsam dem Ende entgegensetzen. Wahrscheinlich den ER-Receiver muss ja noch eingebaut werden. Das Ganze verbinden. Und dann schauen wir. Ich melde mich. So, wieder ein Stückchen weitergekommen. Diesmal haben wir jetzt hier die oberen Lichter eingebaut. Sieht ein bisschen aus wie das Fahrzeug von Ein Colt für alle Fälle, oder? Nur halt in Schwarz. Doch, das ist einer der Gründe, warum ich ihn gekauft habe. Es gibt auch ein Bluebrix ein Modell, aber halt nicht als Technikversion. Und ich wollte unbedingt mal was in Technik haben. Habe ich den entdeckt und habe gesagt, schlagen wir halt mal zu, ne? Ja, also viel habe ich nicht mehr. Das wird jetzt noch ein paar Kleinigkeiten geben, die ich bauen tue. Und dann sehen wir uns im letzten Take wieder. Bis gleich. So, da haben wir ihn auch schon fertig, unseren Truck Mock oder Jeep Mock. Ich sage, Annäherung an ein Colt für alle Fälle. Wir haben jetzt hier vorne die Front noch gebaut. Zusätzlich Nummernschilder und hier hinten. Das dann noch dran gebaut. Und das hier haben wir wieder. Kann ich auch nicht sagen. Und was haben wir eigentlich noch gemacht? Ah ja, und die Radkappen. Na? So, ich finde das Modell ganz schön. Schön zu bauen, schöne Bautechniken, gefällt mir soweit ganz gut.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Sprich am Sonntag zum Review. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein fröhliches Scam. Man sieht sich. Bis dann.